Aber der Lord Schnee hatte schon bereits über 20.000 Trophäen. Ja, was sagst du denn jetzt eigentlich zu dem neuen Trophäensystem eben? Also was wünschst du dir jetzt, was im nächsten Update bei Brawl Stars kommt? Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Heute gibt es mal ein richtig, richtig spezielles Video, Leute. Und zwar haben wir heute mal einen Gast hier, den wir noch nie bisher hatten. Und zwar ist der Lord Schnee heute dabei. Was geht ab? Ja, moin. Servus, servus. Oh Leute, also Lord Schnee, wer ist überhaupt Lord Schnee? Fragt ihr euch vielleicht. Warte, ich zeige das mal am besten so. Leute, Lord Schnee hatte schon bereits über 20.000 Trophäen. Dann seht ihr auch schon, die Brawler aktuell sind auch richtig, richtig hoch am Start, Leute. Auf welcher Trophäe, also du hast die Season beendet quasi auf 20.176, ne? Ja. Genau, und damit warst du wahrscheinlich auf Platz 5 in etwa in Deutschland oder 3 oder? Ja, weil ich am Ende halt nicht mehr so viel gespielt habe, weil es auch ein bisschen langweilig wurde. Genau, also so Platz 5 in etwa, ne? Also Leute, auf jeden Fall richtig, richtig krass. Also er hat auch mehr Trophäen insgesamt schon erreicht als Landi zum Beispiel. Ja, muss man auch nochmal an der Stelle sagen, natürlich trotzdem Ehre an Landi, Leute, ganz klar natürlich. Und wir haben heute eben einige Fragen, Leute, die wir durchgehen, während wir hier übrigens zusammen mit ihm zocken, Leute, auf den Lünge hier mit Shelly, mal schauen, ob wir die noch gut hochpushen können. Und zwar, Leute, einige Sachen finde ich nämlich ziemlich, ziemlich interessant, die ich einfach jetzt mal ihn fragen werde. Und zwar kommen wir als erstes, würde ich sagen, einfach mal ja, zum Thema 20.000 Trophäen. Wie lange hast du denn in etwa am Tag zocken müssen seit dem Update, dass du auf die 20.000 Trophäen gekommen bist, in etwa? Also Spielzeit 4 bis 5 Stunden am Tag, also nicht in annähernd so viel wie früher. Also das ist echt viel weniger geworden, das Trophy-Update, was auf einer Seite gut ist, aber auf einer Seite halt auch manchmal nicht so nice ist. Genau, also du hast im Prinzip, also wie viel hattest du denn, sag ich mal, am Anfang bei dem Update? Wie viele Trophäen? 15.000. Genau, 15.000. Das ist ja noch, es ist schon auch sehr, sehr viel gewesen, Leute, vor dem Update, muss man schon sagen. Und dann einfach noch plus 5.000 Trophäen mit 4 bis 5 Stunden am Tag. Auf jeden Fall auch sehr, sehr nice, muss man echt sagen. Ja, welchen Modus hast du denn so am meisten gespielt, kannst du auch nochmal sagen? Also Duo-Showdown eigentlich das meiste, auch manchmal, wenn ich dann halt gute Mates hatte, 3 gegen 3, aber größtenteils Duo-Showdown. Okay, Duo-Showdown, ja, weil man kriegt ja auch plus 9 auf den Spand bei Duo-Showdown, bis ja. Zu den 800 Pokalen oder zu den 700, wie war das nochmal? Ja, bis 800 und dann plus 7 und plus 6. Ja, ist halt auf jeden Fall richtig krass, ne? Das war davor auf jeden Fall nicht ansatzweise so natürlich, deswegen ist es auch umso entspannter quasi dann gegangen. Ja, auf jeden Fall auch hier schöne Runde auf Platz 3 beendet, Leute, aber macht auf jeden Fall nichts, soll nur ein bisschen Hintergrund-Gameplay sein. Ja, die nächste Frage quasi, welche Brawler fandest du eigentlich am einfachsten zu pushen? Du hast ja wahrscheinlich auf 800 die meisten gepusht, ne? Ja, also ich hatte jeden auf über 700 und irgendwie 12 oder 13 auf über 800. Genau. Welche Brawler fandest du so am allereinfachsten, sag ich mal, zu pushen? Jean, Leon und Spike. Okay, Jean, Leon und Spike, Leute. Ja, viele sagen ja, also das sagen eigentlich alle, die jetzt auf jeden Fall gut am Start sind, sagen eigentlich Genie und Spike vor allem. Leon, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Viele finden Leon nicht mehr so krass, habe ich mitbekommen. Aber ja, grundsätzlich sehe ich eigentlich genauso mittlerweile. Auch Genie fand ich tatsächlich die ganze Zeit eher nicht so gut, aber ich muss echt sagen, dass er echt sehr, sehr krass ja, teilweise bei Duo-Showdown auch ist und bei den 3 vs. 3 Mode sowieso. Ja, großteils halt Duo-Showdown. Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man auch zum Beispiel jetzt Shelly nochmal nimmt und dann mit dem Pull auf jeden Fall, ist richtig, richtig krass immer, muss man echt sagen. Und ja, Leute, zum Update nochmal. Das neue Trophy-System. Ihr kennt ja alle ja, das Update, was da passiert ist, Leute. Man kriegt auf einmal ja, für einen Sieg eben bei Solo-Showdown zum Beispiel plus 10 Pokale. Das ist richtig, richtig heftig. Das war davor natürlich nicht ansatzweise so krass. Und auch, ja, man hat eben, wenn man über 500 Pokale war, natürlich konnte man auch da nicht so gut rauspushen wie jetzt. Das ist natürlich klar. Da haben sie auch vor allem wegen den Star Points halt eben gemacht. Und ja, jetzt Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich ihn jetzt frage, was er zu dem neuen Trophäensystem sagt, sage ich erstmal kurz meine Meinung dazu. Und zwar, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich jetzt, Leute, ihr wisst, ich bin jetzt nicht so mega krass am Start, also
Also ich habe jetzt schon einige Trophäen, also mehr als wahrscheinlich so 95%, würde ich schon sagen. Aber trotzdem bin ich jetzt nicht so, ja, dass ich jetzt irgendwie die Season auf 20.000 pushe oder 18.000 auch nur, wie auch immer. Und ich finde ganz ehrlich, Leute, für mich ist es richtig nice mit den neuen Trophäen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man kann jetzt einfach entspannt pushen. Und auch für Videos ist das auf jeden Fall cool, Leute, um gewisse Trophäenziele zu erreichen und so weiter. Aber jetzt mal die Frage an dich. Ja, was sagst du denn jetzt eigentlich? Du hattest schon 20.000 Trophäen. Was sagst du zu dem neuen Trophäensystem eben? Ja, ich finde es jetzt nicht so gut, weil halt jeder, es ist halt viel zu viel, die jetzt eine Zeitsache und nicht mehr so viel eine Skillsache, weil du brauchst irgendwie eine 42% Winrate und dann kriegst du deine Brawler auf 700 und das ist halt auch doof für die Leute, die nicht so viel Zeit haben, aber trotzdem hoch waren, dass deren Pokale halt jetzt easy erreicht werden von anderen, die halt nicht mehr annähernd so gut sind, wie sie halt selber. Genau, das ist halt eben das große Problem und ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Davor, zum Beispiel als Beispiel jetzt mal Leute, Jeton ist ja richtig heftig gut, muss man echt sagen. Und er hat halt vor dem Update schon 20.000 Trophäen erreicht gehabt, was richtig, richtig heftig war. Er war ja auch mit Abstand auf Platz 1. Ja, und das war halt einfach purer Skill, ja, das zu erreichen. Und jetzt ist es eben so, dass quasi, man muss echt sagen, dass einfach nur noch die Zeit zählt, ne, die man aufwendet. So einen gewissen Grundskill braucht man natürlich trotzdem, aber ja, jeder, der jetzt davor eben krass gepusht hat, das ist eigentlich komplett wertlos, ne, mit den, also die Trophäen, die er da angesammelt hatte vorher. Ja, kann man so sagen. Kann man schon so sagen, Leute. Ist halt, weil ja. Du weißt. Ja, sag. Ja, weil du weißt halt nicht, was vor dem Update und was nach dem Update war. Also für die Leute, die halt auf das Profil gucken. So. Ja, genau, und genau. Man kann jetzt halt nicht mehr sehen, so, yo, okay, Jeton hat jetzt da irgendwie 20.000 Trophäen im Profil stehen. Und war das jetzt vor dem Update oder nicht? Das ist natürlich extrem entscheidend, wenn man wissen will, ja, wie krass er schon mal gepusht hat und so weiter. Aber, ja, das ist halt jetzt sehr, sehr schade. Das hat auch dazu geführt, dass viele Pros, sag ich mal, aufgehört haben mit Brawl Stars auch in der letzten Zeit. Ja, Leute, eure Meinung würde mich übrigens auch extrem interessieren, was ihr jetzt haltet vom neuen Trophäensystem. Ich denke halt vor allem für Anfänger ist es ganz nice, ne? Ist halt. Ja, weil das Spiel dann auch für die erste Zeit halt auch viel mehr Spaß macht, wenn man halt so viel Plus macht und halt auch einen Spielfortschritt da sieht und halt nicht die ganze Zeit auf den gleichen Pokalen hängen bleibt. Genau, eben. Das ist halt, Leute, jeder schafft es halt jetzt, seinen Lieblingsbrawler auch auf 500 Pokale zu pushen, egal wie gut man jetzt wirklich ist. Davor hatten viele nicht mal einen einzigen 500er Brawler und jetzt hat halt jeder einen im Prinzip, auch wenn man jetzt gerade begonnen hat vor kurzem, schafft man das auf jeden Fall schon. Ja, und was ich persönlich ehrlich gesagt finde, jetzt mit den neuen Trophäen gerade, oh Leute, ich muss mich mal kurz konzentrieren hier, aber das, ja, okay, sie hat auch das 100 Pflaster, Leute, nice. Oh, ja moin, okay, dann eben doch nicht mehr, Leute, was mich jetzt nochmal interessiert. Also ich persönlich finde ja, dass die 3 vs 3 Modi ja, ein bisschen unbedeutender jetzt geworden sind durch das Update. Einfach deswegen, weil Duo Showdown extrem OP ist, finde ich einfach, Leute. Ich finde, das ist komplett OP, irgendwie wie viel Plus man da bekommt für Erster und Zweiter. Ich finde eigentlich, dass 3 vs 3 jetzt ein bisschen untergegangen ist. Was meinst du dazu? Also warum spielst du zum Beispiel nicht 3 vs 3 so oft? Also ich habe schon auch vor dem Update nicht so viel 3 gegen 3 gespielt, weil mir das einfach nicht so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und auf die Frage zurückzukommen, das ist halt, das stimmt schon, weil du bekommst plus 8 und in Showdown, also im Duo-Showdown plus 9. Und wenn du dann höher kommst, wie ist Showdown halt immer noch viel besser mit dem Plus, weil du bekommst bei plus 800, glaube ich, plus 6 oder plus 7 und da ist Showdown halt immer noch viel besser, also Duo auf jeden Fall. Ja. Solo ist halt eigentlich auch krass, wenn man gewinnt, aber sagst jetzt auch nicht, du bist nicht so der Solo-Typ, weil es zu random teilweise wegen Teaming und so. Ja, also Duo ist halt auch oftmals sehr random, weil es kommt halt drauf an, wo die Kisten spawnen und alles, aber wenn du ein gutes Team hast, sollte das schon gehen. Und Solo kommt halt echt nur auf, also kommt viel mehr auf Glück an als auf Duo, als bei Duo. Genau, ja, die Runde war eben natürlich auch komplett random, Leute, also. Warum da jetzt Platz 5 war, weiß jetzt auch nicht, ne? Ja, okay. Mich würde nochmal interessieren, so als Schlussfrage, sage ich mal, was würdest du sagen, muss eigentlich im nächsten Update kommen für dich, dass es auf jeden Fall wieder richtig nice wird? Also was wünschst du dir jetzt mit 20.000 Trophäen quasi, was im nächsten Update bei Brawl Stars kommt, in etwa? Also ein neuer Game-Mode und halt, dass das Trophäensystem noch ein bisschen wieder so noch überarbeitet wird, dass du irgendwie im Duo statt plus 9, plus 7 oder plus 8 bekommst und halt, dass es halt nicht so extrem ist mit den Pokalen.
so dass du halt nicht so extrem viel bekommst. So, du kannst schon ein bisschen mehr bekommen, aber halt nicht irgendwie 5 mehr als vorher. Mhm. Okay, also du sagst, es ist ein bisschen übertrieben, wie das hochgesetzt wurde, und ein neuer Game Mode auf jeden Fall auch. Ja, das wird schon einiges besser. Okay, auch ein Game Mode, der nicht 3 vs 3 ist, logischerweise dann, ne? Ja, 4 gegen 4, halt was komplett Neues, oder? Ja, okay, sehe ich echt genauso, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Ich habe jetzt auch gestern tatsächlich ein Video gemacht zu meinen persönlichen Wünschen, was neue Game Modes eben angeht. Da waren richtig, richtig geile dabei, das könnt ihr auch nochmal gerne abchecken. Und dann würde ich sagen, Leute, ja, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was haltet ihr eigentlich davon, von dem neuen Update, von den Trophäen. Ja, jetzt ist ja eine Zeit lang eben schon her, ja, findet ihr das gut, findet ihr das schlecht? Und ja, dann lasst doch mal ein Like da, Leute. Und danke nochmal, Lord Schnee, dass du hier mitgemacht hast. Ist auf jeden Fall auch sehr korrekt. Okay, und dann ciao und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.